Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner, ein Mönch des Stiftes Heiligenkreuz vor Wien. Dort ist er auch Professor an der dortigen Hochschule für Sakramententheologie und seine Hauptaufgabe ist aber Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke in Österreich zu sein von Missio. Pater Karl, wir haben eine ganze Reihe von Zuschriften, die das Thema Priester betreffen. Der Priester handelt ja in der Vollmacht Jesu. Wenn er das Reich Gottes verkündet, dann, also in Wort und Tat verkündet, dann in der Vollmacht Jesu. Wenn er die Sakramente feiert, dann handelt er in persona Christi und Christus wird gegenwärtig, ein ganz großes Geschenk. Wir haben, wie gesagt, ein paar Zuschriften. Die erste Zuschrift ist sehr polemisch, aber ich bin da nachsichtig, ich bin da ehrlich nachsichtig, weil ich sage, die Situation, die die Leute gerade auch mit uns allen durchleben, die ist nicht einfach und die verleitet vielleicht zu solchen Zuschriften. Und ich hoffe, dein Puls bleibt unten, sehr geehrte Seelsorger. Ich habe von einem katholischen Priester kürzlich zum wiederholten Mal gehört, der Priester handelt in persona Christi. Wenn aber nun, wie geschehen ist und immer wieder geschieht, Kinder von katholischen Priestern körperlich und seelisch missbraucht werden, handelt der Priester auch in persona Christi? Vielen Dank für eine baldige Antwort mit freundlichen Grüßen. Das ist ja skurril, die Zuschrift. Ja. Also da fehlt ja jede Form von Theologie, Entschuldigung, theologischen Verständnis, aber das werfe ich jetzt nicht dem Schreiber oder der Schreiberin vor, sondern uns, weil wir zu wenig darüber predigen. Durch die Taufe wird jeder zu einem zweiten Christus. Ich wiederhole, durch die Taufe wird jeder zu einem zweiten Christus. Und ich wiederhole es noch einmal, durch die Taufe wird jede zu einem zweiten Christus. Die Taufe bedeutet eingetaucht werden in Christus. Und durch die Taufe trägst du danach den Namen Christus. Wir lassen nur die letzte Silbe weg. Du bist ein Christus. Ja, du bist ein Christ. Ja. Und deshalb wirst du auch unmittelbar nach der Reinigung von der Sünde durch das Übergießen mit Wasser, was die eigentliche Taufe ist, bei der Taufe gesalbt. Christus heißt nämlich der Gesalbte, der Messias. Du wirst an drei Stellen des Hauptes gesalbt, weil du sein priesterliches, königliches und prophetisches Amt übernimmst. Das heißt also, und das ist die erste Klarstellung, jeder Getaufte handelt in Person Christi. Jeder Getaufte, jede Getaufte handelt in Person Christi. Das wird deshalb auch zum Beispiel, das wird beim Sakrament der Ehe ganz aktuell, weil das Sakrament der Ehe spenden sich Mann und Frau, die getauft sind, gegenseitig. Wenn die beiden nicht getauft sind, geschieht keine christliche Ehe, wohl eine unauflösliche Ehe, aber keine sakramentale Ehe, weil dazu jetzt eben die Anwesenheit Christi in Mann und Frau, also in den Ehepartnern jetzt eben notwendig ist. Das zweite ist das Priestertum. Das Priestertum stellt eine besondere Form der Berufung für Getaufte jetzt eben heraus, eine besondere Form der Christusrepräsentanz gegenüber der Kirche. Das hat übrigens auch etwas mit dieser Geschlechtertypologie zu tun, denn die Kirche ist weiblich und eben Christus ist männlich. Da geht es auch für uns, wir glauben, dass die Geschlechtlichkeit, also das Mann, Frau sein, dass die keine Nebensache sind. Wir sind absolut nicht auf der Ebene des Gender-Gaga, wie Birgit Kelle das in einem tollen Buch genannt hat, sondern wir glauben an die Schöpfungsordnung, an die Naturordnung, dass der Mensch eben als Mann und Frau eine Beziehungsfähigkeit, eine Bezogenheit jetzt eben hat. Das prägt sich aus in der Typologie zwischen dem Priester und der Kirche, seine besondere Darstellung Christi gegenüber der Kirche. Das erfordert dann eine besondere Form auch der Sakramentalität. Und jetzt sind wir bei dem zweiten eben. Der Priester handelt in persona Christi, Capitis, das Hauptes der Kirche. Er leitet die Kirche sakramental, prophetisch und eben jetzt priesterlich, indem er die Sakramente feiert. Und einige sind ihm auch vorbehalten, die Beichte, die Eucharistie, die Krankensalbung.
beim Bischof ist es die Priesterweihe und die Diakonenweihe, die nur der Bischof jetzt eben spenden kann. Also hier geht es um Leitung der Kirche in einer besonderen Form durch jetzt eben Christus. Und es ist auch diese Geschichte von Leadership, ist ja auch interessant. Ja. Also ich erlebe das ja in den ganzen Jugendbewegungen, die haben dann Seminare zum Leadership. Weil was wir offensichtlich nicht mehr haben, ist Führerschaft. Und man möchte sich also bloß auf Gremien, verantwortungslos und so weiter, in Abstimmungen zurück. So geht's aber nicht. Ja. Wir sind als Menschen nicht so gestrickt. Und Jesus verwendet auch solche Bilder. Ne. Er spricht, ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben für die Schafe. Nicht. Wir sprechen so von der Pastoral. Pastor ist der Hirte. Also das ist die Sorge für die Schafe. Es können nicht alle Hirten sein und es sollen bitte auch nicht alle Schafe sein. Also beim Priester geht es darum, dass er jetzt eben diese besondere Form der Leitung, ja, Christus das Haupt, das jetzt eben seine Kirche leitet, das sich aber auch hingibt für seine Kirche, dass er das jetzt eben darstellt. Das ist auch das Letzte, was der Priester eben hört bei der Priesterweihe, wenn ihm der Bischof den Kelch übergibt, nicht? Also, dass er das nachahmen soll, was er vollzieht, nämlich die Hingabe Christi für seine Kirche in der Eucharistie. Und das ist eben sein Lebenseinstiften. Und wenn ein Priester Missbrauch begeht, also ein Priester ist nicht immer in Person Christi Capitis, genauso wie ein Getaufter, ja, der in Person Christi jetzt eben handelt, wenn der Sünde begeht, dann stellt er den Teufel da um. Das ist nicht theologisch, das ist nur plakativ. Ja. Also dann ist er überhaupt nicht Christus-Repräsentant. Dann verfehlt er sich geradezu gegen das, was in ihm jetzt die Christus-Identität ausmacht. Und genauso ist es beim Priester. Also die Frage war nett skurril. Ja. Also nett skurril, würde ich sagen. Also solche Spekulationen, ja, also so ein grausliches Thema wie Missbrauch oder jetzt eben Sünden der Kleriker zu verbinden jetzt eben mit der Christusrepräsentanz, also das ist wirklich also skurril. Eines muss ich schon dazu sagen, und das ist Lehre der Kirche, wo sie über Jahrhunderte auch gerungen hat. Wie ist es, wenn ein sündhafter Priester die Sakramente spendet? Und hier hat der heilige Augustinus eine große Klärung gegeben, nämlich die Klärung, dass die Wirksamkeit des Sakramentes unabhängig ist von der Würdigkeit des Priesters. Also auch ein schwer sündhafter Priester oder sogar ein heretischer Priester feiert die Heilige Messe jetzt eben gültig oder spendet das Bußsakrament gültig jetzt eben, auch wenn er selbst Sünder ist, gibt er mehr als er hat, nämlich weil nicht er es gibt, sondern weil Christus in ihm, der durch das Sakrament anwesend geworden ist, hier handelt. Ich bringe zum Schluss noch, Thomas, Entschuldigung, dass das so lang ist, aber es ist eine substanzielle Frage. Also sie ist nett skurril, aber sie ist auch wirklich irgendwie nett, ja, weil sie uns ins Eigentliche bringt. Ich bringe noch das Wort des heiligen Thomas, des heiligen Augustinus aus dem 5. Jahrhundert, das lautet, wenn Petrus tauft, tauft Christus. Wenn Paulus tauft, tauft Christus. Und dann sagt Augustinus, auch wenn Judas, der Verräter, tauft, tauft Christus. Und so müssen wir die Priester sehen als persönlich sündhafte, ja, fehlerhafte Menschen, die, wie wir gesehen haben, zu grauenhaften Dingen fähig sind, aber jetzt eben, dass in ihnen etwas wirksam ist, nämlich Christus selbst, wenn es um die Spendung der Sakramente geht. Pater Karl, du hast meinen großen Namenspatron Thomas von Aquin umgangen, aber ich verzeihe dir noch einmal. Pater Karl, Spaß. Eine weitere Zuschrift kam über Umwege. Lieber Herr Pfarrer Rimmel, eine Frau aus München fragt, was ist die schlimmste Sünde schlechthin und ob Priester gleich Sünden haben wie andere Menschen oder ob man durch die Priesterweihe von irgendeiner Form von Sünden besser beschützt wird. Danke und liebe Grüße, ... Du hast ja schon ganz groß drauf geantwortet eigentlich. Ja. Also es gibt zum Profil des Priesterseins, muss man mal sagen, der heilige Thomas, jetzt sind wir beim heiligen Thomas, bei deinem Namenspatron, der ist 600 Jahre nach dem heiligen Augustinus, der heilige Thomas nennt die Gnade der Priesterweihe eine Gratia gratis data, also eine Gnade, die nicht dem Empfänger gegeben wird, sondern wo der Empfänger bloß zum Instrument wird, damit Christus durch ihn handeln kann. Wenn ich getauft werde, gefirmt werde, die Krankensalbung, da geht's immer um mich. Ja, die Gnade empfange ich für mich. Die soll mich heiligen. Die soll mich jetzt eben formen. Die soll mir jetzt eben helfen, dass ich
liebend, wie Christus uns das vorgelebt hat, durch das Leben gehe. Da geht es um mich. Aber bei der Gnade der Priesterweihe, die macht den Priester eigentlich zum Instrument. Ja, zum Sakrament ist eine quasi Instrumentalursache, sagt der heilige Thomas. Die macht ihn zum Instrument jetzt eben dafür, dass Christus in die Welt, die Kirche leitend, heiligend, in der Verkündigung führend hineinwirken kann. Also das heißt, die Gnade der Priesterweihe ändert nichts an meinem Charakter, an meiner Spiritualität, ändert nichts an meinen Neigungen, ja, auch Thema Pädophilie, was ja gerade ist. Also heilt die Pädophilie zum Beispiel nicht. Also wenn jemand pädophil ist oder bestimmte psychische Verwerfungen jetzt hier, das heilt nichts daran, ja. Deshalb ist auch die Priesterausbildung so intensiv und lang, ja. Also wir haben in Europa mindestens 7 Jahre, ja. Ich sehe es in Afrika, wo wir sehr viele Berufungen haben, wie es dort noch intensiver ist. Ich habe es gerade gesehen bei den Salesianern im Kongo, in Lubumbashi, die großartig sind. Also wir kommen auch gar nicht nach von Misse Österreich, diese Seminare und so weiter zu fördern, weil es so viele Berufungen gibt. Aber da wird genau gecheckt, ja. Und die sind mal ein Jahr in der Kandidatur. Dann machen sie 2 Jahre in einer Pfarre mit. Dann kommen sie 3 Jahre ins Philosophikum. Dann kommen sie noch ein Jahr ins Praktikum raus. Dann kommen noch 4 Jahre Theologie. Also 10 Jahre oft, ja, bis zur Priesterausbildung, bis zum Abschluss. Weil wir eben reife Persönlichkeiten brauchen, die nicht nur die Fähigkeit der Predigt, der Pastoral, der Verkündigung und so weiter jetzt eben haben, sondern die auch innerlich spirituell jetzt eben reif sind, damit sie das jetzt eben tun können, wofür sie stehen, was aber auch nicht verhindert, dass Priester auch Sünder sind. Ja, also auf der normalen Ebene, also bitte glaubt's mir, Thomas, ich glaube, du machst es auch, aber wir gehen regelmäßig beichten. Ja, und auch wenn wir Heiliges jetzt eben tun dürfen, können, sollen, müssen und so weiter, also sind wir oft sehr niedrig und sehr verwerflich und sehr, ja, also ich höre viele Priester beichten, wir haben im Prinzip dieselben Sünden wie ihr, um euch das mal so zu sagen. Ja. Also es gibt auch nur 10 Möglichkeiten, um das ein bisschen ins Humorvolle zu wenden, um zu sündigen. Aber eigentlich habe ich immer geglaubt, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, dass alle eh wissen, dass wir Priester zwar etwas Heiliges tun dürfen und in einen heiligen Dienst genommen sind, aber deshalb nicht gefeit sind jetzt eben von der persönlichen Sünde. Meine letzte Beichte war zum Jahreswechsel. Pater Karl, wir sind bei der nächsten Zuschrift. Ich habe zu Beginn gesagt, der Priester handelt in persona Christi. Ausdruck dafür ist ja, dass wir die Stola tragen. Das ist ja so ein äußeres Zeichen. Liebe Stunde Seelsorge, jetzt kommt wieder eine kurze Frage, die sehr weit ist und auch wieder mit einer gewissen Polemik. Jesus hat kein Zölibat und keine weiten Gewänder gewollt. Warum sind Priester Unverheiratete in langen Gewändern? Liebe Grüße, liebe Stunde der Seelsorge. Also ich würde mal bei den weißen Gewändern anfangen. Ja, die haben sich natürlich im Laufe der Geschichte entwickelt. Da haben wir aber auch Typologien zum Beispiel im Neuen Testament. Also die Märtyrer in der Apokalypse tragen weiße Gewänder, die im Blut des Lammes jetzt eben gewaschen sind. Und die weißen Gewänder sind eigentlich eine Fortsetzung des Taufkleides. Das geht zurück auf Römer 13. Dort wird eben gesagt, dass wir nicht in unseren Sünden liegen bleiben sollen, sondern dass wir Christus' Gewand anziehen sollen. Daraus ist dann die Idee des Taufkleides entstanden, die wir schon in der frühen Kirche haben. Neugetaufte wurden in weiße Gewänder gekleidet. Und das ist dann fortgesetzt worden in der Christusrepräsentanz, wenn jetzt eben der Priester sakramental Christus darstellt, also die Worte Christi spricht, mein Leib für euch hingegeben, Blut für euch vergossen, wenn er das Evangelium verkündet, Lob sei dir Christus und so weiter, dann trägt er eine Kleidung, die auch für die Gläubigen eine Hilfe ist, in ihm nicht den Herrn XY zu sehen. Schaut's, bei dieser Sinnlichkeit geht's um dich und mich. Ja, wir sind sinnliche Menschen. Ja, und Kleider machen Leute. Ich habe hier in Wien gleich vis-à-vis ein Theater des Ronacher. Wie schön sich die Leute anziehen, wenn sie ins Theater gehen. Ja, wie schön sich die Leute anziehen, wenn sie ins Theater gehen. In Nigeria, in Afrika. Wie schön sich die Leute anziehen, wenn sie zum Gottesdienst gehen, weil es um Gott geht. Ja, weil es um Gott geht. Und beim Priester geht es noch um was mehr. Da geht es nicht nur um Feierlichkeit, da geht es wirklich den Gläubigen zu zeigen, jetzt bin nicht ich, der Herr, Pater Karl, Doktor irgendwas, sondern irgendwas. Und ich tue das nicht aufgrund meiner akademischen Kompetenz oder meiner pädagogischen Kompetenz, sondern jetzt gebe ich Christus Raum. Also diese Verkleidung ist eine Verkleidung, um euch zu helfen, jetzt eben
von Christus berührt zu werden. Dazu ist die ganze Sinnlichkeit der Kirche. Ja, deshalb haben wir Kirchenbauten und feiern das nicht in Scheunen. Deshalb haben wir diese ganze Liturgie ist für dich da. Gott braucht sie nicht. Ja, du brauchst das. Ja, sonst bleibst du in der Banalität jetzt eben stecken. Und das Zölibat soll ich darüber auch noch reden. Also das ist natürlich jetzt noch einmal ein großes Thema. Ja, also weil ja Christus auch zölibatär gelebt hat und weil sich diese Form jetzt eben der Christus-Repräsentanz des Seins für des Himmelreiches Willen, des Kastriertseins, wie Jesus sagt, für des Himmelreiches Willen, einfach in der Geschichte der Kirche auch bewährt hat, heute nicht mehr verstanden wird, ein Zeugnis ist gegen eine Welt, die Sexualität zu einem Konsumgut mittlerweile erklärt hat, aber absolut unfähig geworden ist, Beziehungen zu leben in den zerbrechenden Ehen und Gemeinschaften, weil sich jeder individualisiert. Ja, und also das ist ein großes und weites Thema. Ich verstehe nicht ganz, warum Leute damit ein Problem haben, die selber keine Berufung haben. Ja, also, ich muss anders sagen, ich verstehe, dass Leute damit ein Problem haben, weil man mir mit 17 gesagt hätte, wo ich ganz anders drauf war, also du wirst nur Priester und du wirst die Ehelosigkeit, den Zölibat verteidigen, hätte ich gesagt, auf Österreichisch, hau dir über die Heisel, so ein Blödsinn, ja, das werde ich nie. Aber es ist dann so gekommen, wenn der liebe Gott kommt, und das ist ja der Grund auch für das Priestertum, dass Gott mit seiner Berufung jetzt eben kommt, jemanden haben will, ja, ihm zeigt, ich möchte dich haben, dass du mich in die Welt hineinträgst und nicht nur verkündigst und gescheit redest über mich, sondern dass du das auch existenziell darstellst, ja, in deiner Lebenshingabe. Dass du nicht zu einem Geschichtelerzähler wirst, der nette Dinge jetzt über Gott oder irgendwas Religiöses erzählt, sondern der die Erwartung des Himmelreiches auch durch seine Existenz bezeugt. Denn, um Paulus zu zitieren aus dem ersten Korintherbrief nicht, also wenn das alles nicht stimmt, ja, sagt er, dann sind wir viel ärmer dran als alle anderen. Dann habe ich sehr viel versäumt. Also wenn es den Himmel nicht gibt und das, was ich den Gläubigen mit einer inneren, wirklich großen Überzeugung jetzt eben sage, wenn das nicht stimmt, ja, also dann hätte ich sehr viel versäumt. Aber ich habe eben diese Überzeugung und ich erlebe auch vor allem als zölibatärer Priester die Gnade, die ja nicht aus einem selber kommt, ja, weil Versuchungen gibt's genug und Beziehung ist auch etwas von Gott Gewolltes und Partnerschaft und Hingabe, absolut. Ja. Wir sind ja die letzte Institution, liebe Leute, die noch die Ehe verteidigt. Ja. Also, entschuldigen, die katholische Kirche ist ja, eigentlich müsstet ihr sagen, ist ja völlig verrückt. Auf der einen Seite halten sie den Zölibat hoch, die Ehelosigkeit, und auf der anderen Seite die Ehe, ja, und so weiter. Aber beides gehört eben zusammen, ja, weil beides von Gott her eine Sinnhaftigkeit hat. Eine weitere Zuschrift, guten Abend. Offensichtlich schaut diese Dame unsere Sendung an am Abend. Seit 5 Jahren pflege ich eine tiefgründige Partnerschaft mit einem Priester. Das Zölibat wurde aber noch nie verletzt. Es geht jetzt so weit, dass die Zuschrift ist sehr gekürzt und verfremdet. Er geht jetzt so weit, dass wenn ich damit vor Gott nicht mehr klarkomme und mich täglich schuldig fühle, so möchte er die Kirche für mich verlassen. Das ist das Letzte, was ich möchte. Ich weiß, dass er dann sehr unglücklich wäre nach vielen Jahren Priesteramt. Hatten Sie schon einen solchen Fall? Ich weiß, ohne Kirche wäre mein Partner sehr unglücklich. Was kann ich tun im Angesicht der Kirche? Ich leide sehr unter dieser Situation. Ich danke Ihnen für Ihre Antwort, was ich machen könnte. Seid gesegnet, Punkt, Punkt, Punkt. Also ich habe das ja in der Seelsorge sehr oft gehabt, ja, dass sich Männer oder Frauen bei einer Kur, bei einer Urlaub und so weiter plötzlich in andere verliebt haben und das war eine heiße Emotionalität da und das setzt dann das Hirn und alles außer Kraft. Ja. Also das muss man einfach wirklich sagen. Ich habe das leider auch bei Mitbrüdern erlebt, dass die noch so fromm waren und so weiter, aber wenn ein Verliebtsein da ist, also dann setzt alles aus, dann ist einem alles wurscht. Ich habe einen Mitbruder gehabt, ich möchte es gar nicht erzählen. Ja. Also das ist, Männer sind so oder Frauen sind auch so. Wir sind so, dass Verliebtsein plötzlich wirklich alles einem wegzieht. Ja. Deshalb ist übrigens in der Priesterausbildung auch wichtig, also dass man mal richtig verliebt war, damit man mal weiß, was das mit einem tut. Ja. Weil da geht's ja gar nicht um Sexualität. Die Sexualität ist immer eine Herausforderung, immer. Ja, ist ja auch Verheiratete eine Herausforderung. Der rechte Umgang, und es gibt keinen wirklich rechten Umgang, muss man dazu sagen.
mit der Sexualität, das ist immer ein Bereich, der eben jetzt beichtpflichtig bleibt, aber eben wann diese Emotionen dazukommen und du bist dann verliebt und es ist plötzlich die ganze Welt anders, ja, weil du hast jemanden Konkreten und der ist so nett und der ist so charmant, und du fühlst dich so wohl und es zischt so richtig, wenn die jetzt Aufmerksamkeit einem schenkt und wenn man mit der jetzt eben, bitte, liebe Frau, ja, passen Sie bitte auf, ja, ziehen Sie sich zurück, möchte ich nur sagen, ja. Einen Priester, der wirklich Priester ist und der mal sein Priestertum geliebt hat, den kriegen Sie nie als Mann, ja. Der bleibt immer beim lieben Gott, da bleibt immer eine Herzhälfte. Ich habe das selber, ich stand auf der Straße in Wien als junger Priester, ich war, glaube ich, ein Jahr gerade erst geweiht und bin auf der Jugendwallfahrt gefahren und stand dort mit Jugendlichen und dann kam ein Mann, ja, auf mich zu und hat gesagt, also, Sie sind Priester, Sie sind jung, ich habe Ihnen den Heiligen Geist, ich war Priester, ja. Bitte bleiben Sie immer treu. Ich habe mein Priestertum aufgegeben, ja, aber meine Frau leidet darunter, weil sie weiß, dass ich immer jetzt eben im Herzen Priester bleibe. Ich gebe das einfach so weiter, ja. Ich habe eben das Privileg, dass der Pater Karl ja hier offensichtlich zu allem befragt wird und ich darf dann halt meine privaten Lebenserfahrungen hier auch erzählen. Deshalb möchte ich Sie bitten, ja, und Sie haben als Frau eine Wirkung auf Männer, auf Priester, möchte ich Sie bitten auch, dass Sie wirklich hier also die notwendige Dezenz haben und einfach auch, ja, also oft sind die Frauen ja die Stärkeren offensichtlich hier auch, ja, weil sein Herz zieht zu ihnen hin und bitte reden Sie offen mit ihm und sagen Sie, dass Sie das nicht wollen und wenn es gut geht, ich werde dafür auch beten, dann werden Sie ein glückliches Leben haben ohne ihn und er wird ein glückliches Leben haben in seinem Dienst als Priester und diese Erfahrung kann ihn jetzt eben stärken. Ich kenne ja auch viele Priester, die zurückgekommen sind, ja, nachdem solche Abenteuer jetzt eben waren, ja, und die dann wieder gebeten haben, ob sie wieder in den priesterlichen Dienst kommen. Das sind dann oft die frömmsten Priester, ja, weil sie mal auch gesehen haben jetzt eben, dass sie wirklich in der Berufung jetzt eben und nur in der Berufung, die Gott ihnen übernatürlich geschenkt hat, ihr volles Glück und ihren vollen Lebenssinn entfalten können. Deshalb bitte ich bitte hier auch alle Frauen, ja, bitte, weil ihr findet so oft Priester fesch, ja, und nett und wir sind ja emotional auch wirklich oft liebenswürdig, das muss ich auch sagen, und dann entsteht eben auch dieses emotionale Verliebtsein. Bitte, ja, betet's für uns, aber bitte respektiert auch einfach diese Übernatürlichkeit, in die Christus uns jetzt eben rufen wollte, die ja nicht deshalb ist, weil wir keine Frauen wollen oder weil wir das eben grauslich finden, in einer Partnerschaft zu sein, sondern weil unsere Partnerschaft, unsere Liebe jetzt eben dem Herrn gilt, der uns gerufen hat. Dann nochmal eine Zuschrift, sehr geehrter Herr Pfarrer Rimmel und sehr geehrter Herr Pater Karl Wallner. Wir haben in unserer Pfarrgemeinde leider keinen eigenen Pfarrer mehr. Jedoch werden wir manchmal von einem Priester einer Nachbargemeinde betreut. So haben wir ab und an eine heilige Messe in unserer Pfarrkirche. In der Pfarrgemeinde gibt es circa 4 Wortgottesdienstleiter, Laien, die am Sonntag einen Wortgottesdienst, oft sogar mit Kommunionfeier, feiern. Wir haben einen Wortgottesdienstleiter, der laisierter Priester ist. Er ist verheiratet und hat 2 Kinder, war circa 10 Jahre Priester. Er ist aber kein bestellter Diakon und auch kein bestellter Wortgottesdienstleiter. Nur im Pfarrgemeinderat ist er tätig. Er feiert sehr oft einen Wortgottesdienst mit Kommunionfeier. Er feiert es sehr schön und würdig. Für mich ist das eine heilige Messe. Er ist doch Priester auf ewig, oder? Denke mir immer die Wandlung dazu und bin der Meinung, ich habe meine Sonntagspflicht damit erfüllt. Oder freundliche Grüße. Also ich habe einige Bekannte, die laisierte Priester sind und das sind ganz großartige Menschen, die zivil jetzt, also großartig in der christlichen Nächstenliebe, die auch in einer großen Demut dann jetzt das eben auch dieses Weggehen aus dem Priestertum getan haben und das schätze ich sehr und das scheint in diesem Fall auch zu sein, also das schätze ich wirklich sehr. Diese Idee, dass das jetzt eine heilige Messe ist, also es ist einfach so, die Sakramentalität des Priestertums kann niemals weggenommen werden. Es gibt 3 Sakramente, die unverlierbar jetzt eben ein Prägemal jetzt eben geben. Das ist die Taufe,
einmal getauft, immer getauft, ja, auch wenn der apostasiert, weggeht aus der Kirche, andere Religion annimmt und so weiter. Die Firmung, einmal gefirmt, ist immer gefirmt. Und auch die drei Stufen der Weihe, Diakon, Priestertum und Bischofsweihe, prägen die Seele jetzt eben. Das heißt, man bleibt immer jetzt eben vom Sakrament her Priester, aber eben das Priestertum muss ausgeübt werden im Raum jetzt eben der Kirche. Das ist kein freischaffendes irgendetwas, ja, sondern du bist Priester der Kirche Christi. Und deshalb, wenn du dein Priestertum aufgibst, nicht, also sagt die Kirche, also dann lebe als frommer Laisierung, lebe es als Laie, ja, also in der Art eines Laien, muss man sagen. Ich habe einen Priester, der eben dann sein Priestertum aufgegeben hat, der geheiratet hat und der dann in der Krankenpflege tätig ist. Und tatsächlich ist es dann so, das Kirchenrecht sieht vor, in Todesgefahr, ja, darf dann die Sakramentalität ausgeübt werden. Der hat schon oft die Krankensalbung gespendet und die Beichte, wenn sie in eine solche Situation der Todesgefahr gekommen ist. Aber systemisch dürfte das jetzt eben nicht. Das muss man einfach auch respektieren, ja, weil sonst hat es ja keinen Sinn, dass es überhaupt einen Raum der Kirche jetzt eben gibt. Also die Sakramente sind nie freischaffend, ja. Also mein Jesus sagt mir irgendwie, ja, sondern die Kirche ist ein Organismus, ja, der jetzt eben mit den Bischöfen, Priestern und so weiter und das Volk Gottes jetzt eben auch strukturiert. Wir sind kein Sauhaufen, wo jeder tun kann, was er will, um das jetzt mal ein bisschen österreichisch salopp auszudrücken. Aber ich gratuliere Ihnen zu diesem wunderbaren Menschen, der hier jetzt eben seinen Dienst offensichtlich demütig und würdig tut, sonst würden Sie nicht solche Gefühle bekommen, dass Sie das Gefühl haben, und Christus ist ja wirklich gegenwärtig, also er ist ja auch im Wortgottesdienst mit Kommunionfeier, er ist ja durch die heilige Kommunion gegenwärtig, ja. Also das ist, glaube ich, eigentlich hat mir diese Zuschrift gut gefallen und ich würde mir wünschen, dass alle laisierten Priester also in dieser geistlichen Dimension dann in der Kirche wirken. Pater Karl, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Bitte dich noch um ein Gebet und um den Segen. Thomas, das ist immer interessant. Ich denke mir immer am Schluss, worüber habe ich eigentlich geredet heute? Es geht so schnell. Ich bitte immer um Nachsicht, aber ich bin da heute dankbar, dass wir mal das Thema Priestertum hatten, ja, wo es wieder ein bisschen substanziell geworden ist, weil die Kirche besteht eben ja aus dem, was Christus ihr gegeben hat. Und das Priestertum ist eines der sieben Sakramente. Und wenn da im Augenblick so viel schiefgelaufen ist, dann ist es wichtig, dass wir auf die Substanz eben schauen, die in dem Ganzen jetzt eben gegenwärtig ist. Herr Jesus Christus, ich möchte einfach die Bitte an dich äußern. Schenke uns gute Priester, hilf uns von Miss Österreich auch, die vielen Priesterberufungen in Afrika zu unterstützen. Gib uns aber auch in Europa viele gute geistliche Berufungen. Und gib den Gläubigen auch Wertschätzung für das priesterliche Tun, aber auch die notwendige Dezenz im Verhalten ihnen gegenüber, damit sie im Priestertum stützen und die notwendigen Hilfen für ihren sakramentalen Dienst sind. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, für Ihre Fragen, für Ihre Zuschriften. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen. Bleiben Sie gesund, werden Sie gesund und vergelt's Gott auch für Ihre Unterstützung für KTV.